Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Video über die Hardcore-Farmwelt. Ich habe mir gedacht, also dieses Video hier muss ich so schnell wie möglich noch einmal heute raushauen, weil wir ja dieses Wochenende bereits schon wieder einen Edelstein oder einen Juwelierspass bekommen, so ein Event, wo ihr die ganzen Edelsteine sehr, sehr gut farmen könnt. Ich zeige euch heute kurz oder in diesem Video kurz, wie ihr die kriegt, was ihr damit macht, worauf ihr achten müsst. Und ich habe ein kleines Tool für euch, wo ihr gewisse Setups vergleichen könnt, ohne die ganze Zeit die Steine rauszunehmen und dann wieder reinzulegen. Ja, ich denke, wir fangen direkt in der Hardcore-Farmwelt an. Ich gehe da rein, ich habe alle Steine dabei. Wir schauen sie gleich mal an. Also, hier habe ich mal alle Steine zusammengesammelt, welche wir so haben. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen geschliffene Steine und die normalen. Also hier steht geschliffener Topaz und hier normaler Topaz. Bei den normalen kriegt ihr ganze Werte und bei den geschliffenen kriegt ihr Prozentwerte dazu. Wir starten mal hier bei den Topaz. Die Topaz kriegt ihr in der Regel ohne den Pass, der jetzt dieses Wochenende läuft, kriegt ihr nur über die Bosse und zwar momentan über die Rabeneier. Also über die Rabenbosse kriegt ihr diese Bewegungsgeschwindigkeitssteine. Da müsst ihr schauen, was ihr reinmacht. Hier die 0,02, vielleicht was Prozentartiges. Da seid ihr relativ frei. In der Regel müsst ihr mindestens einen von den ungeschliffenen Topas einmal reinlegen, damit ihr überhaupt mit Prozent arbeiten könnt. Und meistens sind auch die normalen Topas besser, so viel ich weiß. Die Saphire wiederum, die geben euch Fähigkeitsschaden. Der Fähigkeitsschaden ist ganz, ganz wichtig auf diesen Kompositbögen, auf der Armbrust, auf dem Inferno-Stab, auf dem Pyro-Stab, auf dem Eisstab. Überall, wo die Waffe Fähigkeitsschaden benutzt als Hauptelement, da könnt ihr den drauf machen. Da müsst ihr dann schauen, was ist besser. Ist es besser, wenn ich Prozent mache? Oder ganze Werte, kommt auf die Steine drauf an, die ihr gedroppt bekommt. Dafür habe ich euch dann noch ein Tool. Diese hier droppen zusammen mit den roten, das sind dann die nächsten. Die Rubine und die Saphire, die droppen nur momentan bei den Sensenmännern. Die Rubine geben euch dann Schaden, also Schadensbonus für normalen Schaden, also so ein Berserkerschwert, die Berserker-Axt, die neue, so Sachen, da könnt ihr mit Schaden arbeiten. Alles, was Schaden benutzt, könnt ihr dann auch mit Prozentwerten und plus normale Standardschaden-Bonus arbeiten, damit ihr mehr Schaden macht. Die letzten sind der letzte ist der Amethyst. Diese gibt es bei den, sag es mir, arktische Zerstörer. Bei den Bossen und auch wieder in geschliffener Form und ungeschliffener Form, einmal in Prozent und einmal in Ganzwert. Wichtig, die Lebenssteine und die Bewegungssteine auf die Rüstungen und die Schadenssteine könnt ihr auf die Waffen machen. Umgekehrt bringt das nichts, also ihr könnt keine Schadenssteine auf die Rüstung machen und euch noch mehr mit Schaden boosten, das funktioniert nicht. Gut, dieses Wochenende haben wir hier dann unter Events auch noch zusätzlich die Möglichkeit, ganz, ganz viele Steine zu kriegen. Da müsst ihr dann einfach Bosse, Mini-Bosse, Mobs töten, diese Punkte sammeln, damit ihr dann den Pass hochlevelt. Und dann könnt ihr die Steine abholen. Das ist eine Riesenmöglichkeit, ganz viele Fähigkeitssteine und ganz viele Edelsteine zu sammeln und euch einen Riesenboost zu geben. Also diese Steine, diese Edelsteine, die sind wirklich der Weg zum maximalen Schaden. Mit dem könnt ihr, auch wenn eure Rüstung vielleicht noch ein bisschen low ist, sehr, sehr, sehr viel rausholen. Wenn ihr die Steine dann habt, könnt ihr hier hinten beim Haus diese natürlich auch leveln, die sind in Level erhältlich, habt ihr vielleicht vorher gesehen, Stufe 1 bis weiß nicht wie viel. Auf jeden Fall ist 11 dann mal das erste Ziel, Level 11, weil es da nochmal von Level 10 auf Level 11 einen heftigen Bonus gibt, vom Bonussprung. Hier könnt ihr die Steine upgraden, wie die Rüstungen auch.
Einmal ein 1er reinlegen, hier auch ein 1er reinlegen, kriegt ihr ein 2er und so weiter und so fort. 2er reinlegen, 2er reinlegen, gibt es einen 3er Stein. Die erhöhen sich dann von den Werten und diese könnt ihr dann hier beim Juwelier reinlegen. Da habt ihr dann so eine Waffe, das ist jetzt zwar ein Stab der Aufopferung, also ein Heal-Stab. Habt ihr die Slots, die euch gegeben wurden. Ich habe hier 3 Edelstein-Slots, das seht ihr hier unten. Ihr könntet jetzt hier zum Beispiel den Schaden erhöhen. Ihr macht normalen Standardschaden. Und da könntet ihr jetzt Schadensteine reinmachen, um mehr Schaden zu machen. Ich habe 3 Slots, da könnte ich jetzt 3 Steine reinlegen. Wichtig, beim Reinlegen kostet es jetzt kein Geld. Beim Rausnehmen jedoch dann wieder 25.000. Also hier jeden Stein, den ich hier aus der Axt nehmen wollen würde, kostet mich 25.000 Mal. Wenn ich nicht genug Slots habe und hier noch zusätzlich kaufen will, also ich will jetzt 5 Slots, Edelstein-Slots auf meinem Stab der Aufopferung, dann kann ich den kaufen für 500.000 Mark. Manchmal ist es das wert, weil man hier irgendwie so einen 100%igen Bogen hat oder sowas und den schon auf Level 11 und man will den ums Verrecken halt leveln. Oder man lässt es und sucht sich eine neue Waffe. Das ist dann halt so ein bisschen Abwägungssache. Wichtig ist, nicht auf jedem Item ist das gleiche, also ist die gleiche Art Stein gut. Also wenn ihr zum Beispiel einen Kompositbogen habt, der schon relativ hohen Grundschaden hat, irgendwie 2000 Grundschaden, dann ist eher ein Prozentschadensstein was Gutes, weil der halt prozentual mehr macht wie die gleiche Stufe Stein, der dir so 50 plus geben würde. Und mit 10% hättet ihr dann fast schon irgendwie 200 bei 2000 Schaden. Das ist natürlich um einiges besser dann. Und die andere Richtung, wenn ihr irgendwie so einen Eisstab habt, der 150 Schaden macht, da bringt es weniger was, die Prozentsteine raufzumachen, die Prozentfähigkeitsschadensteine, weil ein Fixwert besser wäre. Also da wäre 55 schon um vieles besser wie ein 10% Stein von 150 Schaden. Das wären ja dann irgendwie einfach nur 15 Schaden mehr und der andere würde euch 50 geben. Ich habe da was Kleines gebastelt, um sowas zu testen und das zeige ich euch jetzt. Ich werde euch das auf jeden Fall unten in die Beschreibung packen, über einen Google Drive Link oder sowas, dass ihr das herunterladen könnt. Ist eine ganz normale Excel, ist quasi einfach, damit ihr nicht immer über den Rechner gehen müsst oder Kopf rechnen müsst. Hier mal als Beispiel, fühlt sich jetzt an wie so ein Eisstab, glaube ich. Der hat jetzt einen Grundschadenswert, nennen wir das Fähigkeitsschaden, den er machen würde, von 150. Der hat vielleicht, das ist vielleicht ein 97%iger Eisstab. Der macht jetzt 150 bei dem Level, wo ihr seid, irgendwie Stufe 8, 9, 10, keine Ahnung. Dann habt ihr 3 Sockel. Hier links könnt ihr immer die ungeschliffenen reintun und rechts könnt ihr die geschliffenen reintun. Ich habe auf jeder Seite halt 5 Slots gemacht, aber ihr könnt natürlich insgesamt nur 5 belegen, um die Rechnung richtig zu machen. Ich habe hier halt Prozent und Fixwerte aufgeteilt, damit es einfacher ist zu rechnen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 2 50er Steine Bonus und ein 12er Prozent. Und insgesamt kommen wir dann auf 280 Schaden über die Waffe. Jetzt mal ohne die ganzen Bonus-Buffs. Mein Eisstab macht 125% und meine Rüstung gibt mir nochmal 350% und nochmal 150%. Das ist alles weg, nur der Grundschaden, um das zu vergleichen. Was ist besser? Welche Steine muss ich eher reintun? Jetzt seid ihr am Farm über den Juwelierspass und kriegt nochmal einen 50er Stein. Ja, ist es jetzt besser, den 12er rauszunehmen, einen 50er reinzumachen oder 12er rein drin lassen? Ich nehme nochmal einen 50er raus, mache die beiden 50er zusammen und mache dann hier, wahrscheinlich ist es dann 55, eine Stufe höher rein. Was ist besser? Und dann könnt ihr hier spielen, dann macht ihr hier den Vergleich. Ja gut, 12 nehme ich raus, 50 lege ich rein. Ja gut, dann habe ich schon 300 Schaden. Ja, aber wenn ich jetzt hier 55 mache, nee, wir können es anders machen, ganz dumm. Die andere Alternative können wir ja hier eintragen. Der wäre ja dann nachher 55 zum Beispiel. Dann habe ich 285 und hier 300. Also ist es besser, den Prozentigen komplett rauszunehmen und den 50er reinzumachen. Hier könnt ihr so ein bisschen spielen
Vielleicht könnt ihr die Excel sogar noch verbessern. Das war so für mich so eine kleine Hilfe. Ich gebe sie euch gerne weiter, um nicht sehr viel Geld zu verbraten. Um mal ein bisschen zu spielen, ja, lohnt es sich noch einen zweiten Stein der Prozent hat reinmachen oder nicht oder umgekehrt. Wir hatten auch schon den Fall mit jemandem in der Gruppe, der hat dann einen Stein rausgenommen, in der Hoffnung, jetzt macht er ein höheres Level rein, war aber dann Prozent und nicht Fixwert und dann, tada, plötzlich macht seine Waffe weniger Schaden. Ja, warum? Weil die komplette Rechnung tiefer ist. Also ich werfe euch das in die Beschreibung, ihr könnt es nutzen, ihr könnt es runterladen, ihr könnt es verbessern, ihr könnt es mir zurücksenden und sagen, ich habe es zweimal besser gemacht, das würde mich auch freuen. Ja, wollt das mit euch teilen. Ich hoffe, ich habe euch somit alles mal ein bisschen erklärt über die Edelsteine, was ihr so braucht, um dieses Wochenende richtig hart reinzugrinden und ganz viele Edelsteine zu kriegen, damit ihr nachher doppelt und dreifach so stark seid, weil, glaubt mir, die Steine sind doch, die geben euch einen riesen Boost. Also das ist der Weg dazu, um so vieles stärker zu werden. Da sind die kleinen Schritte so, ich mache meinen Stab von Level 8 auf Level 9, das ist dann Peanuts. Also wenn ihr hier dann Steine reinballern könnt, da fängt es erst an, richtig lustig zu werden. Grindet ganz viel dieses Wochenende. Habt Spaß an euren neuen Schadenswerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi, ciao, ciao.